Hallo, liebe Freunde der Physik, liebe Schüler der 12. Klasse. Ich will heute noch mal ein Beispiel zeigen, bei dem es darum geht, die Anzahl der Protonen zu berechnen, die wir benötigen, wenn Folgendes gilt. Denken wir hier an unsere Aufgabe. Ein Mensch kann mit dem Auge grünes Licht dann wahrnehmen, wenn auf der Netzhaut eine Lichtleistung von mindestens 1,7 mal 10 hoch minus 19 Watt auftrifft. Grünes Licht hat eine Wellenlänge von etwa 550 Nanometer. Und wir fragen jetzt, wie viele Protonen müssen unter diesen Umständen mindestens auf die Netzhaut unseres Auges fallen. Ich habe folgende gegebenen Werte. Die Energie beträgt 1,7 mal 10 hoch minus 18 Watt. Das Planck'sche Wirkungsquantum in der Form 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden. Die Lichtgeschwindigkeit mit 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Und schließlich die Wellenlänge des grünen Lichtes waren 550 Nanometer oder 550 mal 10 hoch minus 9 Meter. Jetzt gehen wir ein bisschen nach rechts mit der Kamera, ganz langsam. Gesucht wäre die Zahl n, das soll die Anzahl der Protonen sein. Wir gehen von folgender Lösungsgleichung aus. Anzahl der Protonen mal der Energie ist gleich P, ist der Leistung, mal der Zeit. Dabei ist E gleich das Produkt aus dem Planck'schen Wirkungsquantum mal der Frequenz, also H mal F. Und F selbst kann ich ja darstellen als Quotient von C durch Lambda. So, das setze ich jetzt hier ein. Wir haben also N mal H mal F gleich P mal T. Für F setzen wir C durch Lambda. Dann haben wir N mal H mal C durch Lambda gleich P mal T. Dann multipliziere ich diese Gleichung mit Lambda, damit hier das Lambda wegfällt. Dann haben wir N mal H mal C gleich P mal T mal Lambda. Da ich N haben möchte, Pascal, muss ich durch H mal C dividieren. Also haben wir dann die Gleichung N ist Leistung mal Zeit mal Wellenlänge durch das Planck'sche Wirkungsquantum multipliziert mit der Lichtgeschwindigkeit. Diese Gleichung benötige ich. Gehen wir hier hin. Hier habe ich die Werte eingesetzt. Die Leistung mit 1,7 mal 10 hoch minus 18 Watt. Das Ganze soll ja für eine Sekunde wirken. Deshalb eine Sekunde mal 550 mal 10 hoch minus 9 Meter. Planck'sche Wirkungsquantum wieder in der Form 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunde und schließlich mal 3 mal 10 hoch 8 Meter pro Sekunde. Ich habe diese Aufgabe jetzt so gestaltet, wie ich das gerne in meinem Unterricht haben möchte, dass ich also erst die Zahlenwerte hier schreibe. 1,7 mal 550 durch 6,626 mal 3, dann die Zehnerpotenzen dahinter, da haben wir 10 hoch minus 18, 10 hoch minus 9, im Nenner 10 hoch minus 34, 10 hoch 8 und dann die Maßeinheiten. Wenn ich die Zehnerpotenzen ausrechne, dann haben wir hier 10 hoch minus 18, 10 hoch minus 9, das sind dann, wenn wir das ausrechnen, kommen wir auf 10 hoch 27 und dann kommt aber noch die 10 hoch 8 auch in den Zähler als Minus, sodass wir auf 10 hoch minus 35 kommen. Im Nenner haben wir 10 hoch minus 34. Die Zahlenwerte ausgerechnet ergeben einmal 935 durch 19,8. Sämtliche Maßeinheiten. Und wenn wir uns die Maßeinheiten anschauen, dann sehen wir Wattsekunde im Zähler, Wattsekunde im Nenner, kürzlich weg, Meter kürzlich mit Meter und S mal S hoch minus 1 kürzlich auch weg. Das heißt, ich erhalte natürlich eine dimensionslose Zahl und n kann ja keine Einheit haben. Das ausgerechnet liefert dann also 47,055 mal 10 hoch minus 1
Und das sind rund 5. Ja, bis hierher. Das waren unsere Protonen, die wir hier berechnet haben. Okay.